So, da bin ich wieder. Es ist tatsächlich auch so ein bisschen, wenn man das Spiel kennt, ist es gar nicht mal so schwer, das alles hier diesen Status nachzustellen, wenn man eigentlich genau weiß, dass die Dialoge nur dann hieran was ändert, wenn ich Auswahlmöglichkeiten habe. Dieses Awareness hier kam jetzt auch nur, weil ich aus dem Fenster geguckt habe. Also ich hatte die ganzen Dialoge durch, hab dann hier geguckt, ich so, okay, warum habe ich das Awareness? Ich habe dann aus dem Fenster geguckt und dann war es da. Also es ist relativ simpel scheinbar, da auch nachzugehen, weil ich habe viele der Dialoge jetzt einfach ausgelassen beim Durchklicken. Und wer sieht, es hat am Status nichts geändert. Ist auch ein bisschen traurig, aber na gut. Irgendwo muss man ja ansetzen. Es kann ja nicht alles irgendwie zählen. Sehe ich schon ein, aber das macht es dann, wenn man sich da natürlich nur durchklicken möchte, wesentlich leichter. So, wo wollen wir jetzt hin? Also, ich habe jetzt mit Wing geredet gehabt, wegen den Tarotkarten. Wir sollen jetzt alle fragen. Gut. Was sagen Mary und Dio nochmal zu den Tarotkarten? Hi Mary, I'm sorry to bother you again. May I ask you a question? Sure. You went to read your past life just now, didn't you? Yes. I wasn't as curious as Bluebird, and I really look forward to seeing the end of this ride. And yet I couldn't resist, my curiosity got the better of me. Do you recall anything? It wasn't much, but I did get a little bit of it here and there. I see. You said you say, did you know that the cause of death can generally be classified into four categories? Death by natural causes, death by accident, death by murder, and death by suicide. Which do you think you belong to? I don't know. Then which do you think most people would hope for? Death by natural causes, I suppose. Yes. You're probably right. Also wenn sie so fragt, könnte man natürlich auch davon ausgehen, dass sie vielleicht keinen natürlichen Tod hatte. Also vor allem, was sie sagt, you're probably right. Vielleicht hatte sie einen Unfall. Kann ich mir durchaus vorstellen. I sense relief. Ich glaube, das letzte Mal hatte ich Sadness genommen, dann nehmen wir das Relief. Are you satisfied with it? Are you talking about knowing my past? Yes. To be honest, I don't really know. I feel as if I've just woke up from a very long dream, and what remains in front of me is nothing but a sweet and bitterness truth. Da sagt sie jetzt leider aber wieder genau das. Das ist auch wieder. Ich sag was anderes. Geh doch mal weg. Ich sag was anderes und trotzdem kriege ich denselben Dialog. Also ich meine, es wäre genau derselbe Dialog gewesen wie zu dem Zeitpunkt, wo ich halt einfach gemeint habe, so ja, sie wirkt traurig. Aber ich habe dafür einen Punkt auf Enlightenment bekommen. Excuse me, yes. Do you always stay here? Yes, I don't intend to have until I reach my destination. Have you ever tried the tarot cards? No, I have no intention to try them. Why? I don't have any interest in knowing my past. Not even a little? Yes. Memories are just a part of our earthly body. They are meant to be thrown away when you are reborn. We no longer belong to that world, so we must learn to purge our lingering attachment to it. If you become too attached, you will eventually lose yourself. Let nature decide your path, our path, and go with the flow. At very least, that's what I believe in. Meine Güte, meine Konzentration ist gerade echt wieder auf dem Tiefpunkt. You're probably right. I think you're right. Knowing the past or not doesn't matter to us anymore. Gar nicht so schwer. Also hätten wir jetzt anstatt creepy bei dem Train Dings gesagt, was war das anderes? Peacefully hätten wir jetzt vermutlich auf Darkness noch nicht einen einzigen Punkt gekriegt. Vielleicht brauche ich den Guide auch gar nicht.
Können wir eigentlich noch irgendwas? Nee, mit ihr noch? Nee. Dann gucken wir mal, ob Darwin da ist. Also da wird er sein, aber ob er hier auf dem 7. Platz ist. Nein, ist er nicht. Dann ist er vielleicht bei Bluebird. Und guckt Tarotkarten. Genau. Und heute weiß ich echt nicht, wie ich sitzen soll. Ich setze mich die ganze Zeit um. He still looks busy with the cards. Oh, is that you, Wind? Sorry, please give me some more time. Just a little bit longer and I'll be done. Okay. Hey, Wendy. I'm here to play the tarot cards. What about you? Are you interested in knowing your past? Not really. Oh, Entschuldigung, das war jetzt Wind, Ring. Jetzt habe ich so viele Männer, die klingen jetzt alle gleich. Entschuldigung. I'm just bored, you see? This feels like watching memories of someone else rather than my own. Kinda like watching TV. If I think of it that way, what I see won't be anything more than stuff to kill time with. I see. How was it? I don't want to know about my past. I don't think I want to know. Are you running away? What? Are you scared to know about your past? Why do you say that? It's because I want to know more about you. Don't you want to know about yourself? My past doesn't make me who I am. Is that so? Then who you are now? What makes you you? I couldn't answer that question. Third hour. Und genau diesen letzten Dialog hatten wir auch schon. An hour has passed. Wing doesn't say a word after that. I'll try the tarot cards. If I don't try, I'll never know. I couldn't see her, but I could feel as if she were smiling at me as uttered those words, as I uttered those words. It was a happy, yet eerie smile. Okay, jetzt ist das ein creepy Smile und das letzte Mal, also bei Wing war es ein bitter Smile. Also heißt es vermutlich, wir haben jetzt einen Punkt auf Darkness gekriegt. Nein! Was? Das tut meiner Theorie nicht gut. Was it just my imagination? Das ist jetzt aber gemein. Das hätte jetzt irgendwie gepasst. Wobei ich jetzt auch nicht genau weiß, was Earring heißt. Aber wo ich bei dem Creepy Trainers gesagt habe, da kam es mir jetzt nicht so vor, als wäre das was Positives. Während, sagen wir es mal so, so ein bitteres Lächeln auch eigentlich sein kann, man hat irgendwie Schuldgefühle oder sowas. Wisst ihr? Oder man weiß, was für schlechte Sachen kommen. I've been wondering about this. You see, there's a door right at the end of the passenger car. Where do you think it would lead to? Do you think there are other passengers beside us beyond the door? I don't know. I've never given it much thought. But do you want to try opening it? Should I? No one else has tried, so maybe I shouldn't. Okay, die sagt dann immer dasselbe, wenn ich es das zweite Mal anspreche. Hätte ich jetzt mein nicht vorhandenes Geld drauf gewettet. I'm thinking of trying the tarot cards today. I see. I wish you the best of luck. Thank you. I've decided to learn about my past. I see. Good luck. Thanks. Vielleicht bin ich jetzt auch ein bisschen schneller mit diesem Durchlauf fertig, weil ich mich nicht mehr so groß mit selbst
Selbstgespräch, weil ich mich nicht mehr so den Selbstgesprächen hingebe, wo ich versuche zu erklären, weshalb ich was nehme, weil ich ja jetzt immer das andere nehme und meine Überzeugungsantworten ja beim letzten Mal schon erklärt habe. I'm going to play the tarot cards. I see. You're finally going to do it, huh? If there's anything interesting, tell me, okay? No way. I'm sorry. I'm not sure if I'm willing to share. You're boring. Und wir haben einen Punkt auf Darkness gekriegt. Weil wir jetzt gemein waren. Entschuldigung, ich gähne auch im Moment relativ viel. Ich weiß nicht warum, aber ich komme überhaupt nicht mehr in Schwung morgens. Also nicht nur morgens, so den ganzen Tag über habe ich immer so dieses ich möchte schlafen Gefühl. Das ist ganz furchtbar. Vor allem, wenn du dann in der Schule oder auf der Arbeit sitzt und du kommst nicht in die Gänge. Das ist total furchtbar. Furchtbar, furchtbar. Und habe ich schon gesagt, dass das furchtbar ist? Und es ist besonders furchtbar. Bevor ich es vergesse, es ist absolut furchtbar. Oh, hello. Sorry for taking such a long time. What were you doing all this time? Oh, I was playing the tarot cards. You probably heard from Mary. I really want to know about my past. She said you are desperate. Yeah, that's a good way to putting it. I would have thought that it's normal for people to be curious about what kind of person they used to be. Apparently, I'm a rarity. Most are either undecided or conflicted. And then there's those like Dio who are completely against seeing it. Honestly, I don't get it. How about you? Do you want to give it a try? Ich glaube tatsächlich, dieses Give me a second hat auch nochmal Auswirkungen. Lass mich gerade mal schauen. Wir haben jetzt 2 Punkte auf Darkness. Give me a second. Wait. Please give me a second. I'm still not ready for this. It's okay. Take your time. I took a deep breath. Okay. I think I'm ready. Ich glaube, wir haben einen Punkt auf Light. Enlightenment bekommen. Sehr merkwürdig. Okay. Vielleicht, weil wir nochmal so in uns gegangen sind. Wer weiß. Great. Since this is your first time, let me explain how it works. There are a total of 12 cards. The star, the sun, the earth, the moon, the hope, the love, the balance, the fortune, the angel, the devil, the hermit and the joker. Was mir auch persönlich auffällt, zumindest ist mir das beim letzten Mal aufgefallen, dass ich entweder sage the, also the star, oder the angel. Ich weiß nicht genau, warum ich das teilweise so mache oder so, vielleicht einfach, wenn mein Kopf sagt, das ist weiblich. Weil Engel, klar, Engel ist für mich meistens halt so ein weibliches Ding, aber ich habe keine Ahnung. Ist das bei euch auch so? Sagt ihr auch entweder the oder the? Ich habe keine Ahnung, warum ich das so mische. Ist mir jetzt auch gerade wieder aufgefallen. Das mache ich tatsächlich nicht absichtlich. Das kommt immer ganz automatisch. Not all of these can be read in the beginning, but as you go deeper into your memories, you'll be able to read whichever card you want. You can only choose one card per play. After that, you'll need to wait at least 1 hour before you can try again. You can try up to 9 times. Any longer than that, it becomes too dangerous for your mind to make sure you chose carefully. When you confirm your selection, hold the card and close your eyes. You'll see the flashback relating to your past. What flashback you see will depend on the cards you choose. For example, the star relates to your birth, while the fortune relates to your wealth when you were still alive.
What I've told you are based on my experience and what the previous passengers have told me. Don't count on them as facts, but I really know. Sagte meine Konzentration ist gerade echt noch im Bett, glaube ich. Don't count on them as facts. Also sag mal. But I think there should be good enough for general guidelines. Vor allem, weil ich das Count in der letzten Woche so oft gesagt habe bei der SQL-Programmierung, ja, und jetzt komme ich damit so einem Bullshit. So, are you ready? Soll ich es mir nochmal erklären lassen? Ich meine, wir haben es, glaube ich, noch nicht einmal gemacht. Komm, wir lassen es uns nochmal erklären. Der Total of 12 Cards. The Star, the Sun. Okay, da sagt es aber genau nochmal dasselbe. Dachte, der erklärt es uns dann jetzt nochmal ein bisschen anders. Das finde ich so geil. Wir hatten auch mal einen Trainer, also während meiner Umschulung. Der hat was erklärt. Dann habe ich das nicht verstanden, habe dann nochmal nachgefragt oder habe halt gesagt, so, ich habe es nicht genau verstanden, können Sie mir das nochmal erklären? Dann hat er es mir genauso nochmal erklärt. Also auf dieselbe Art und Weise, wo ich es schon beim ersten Mal nicht verstanden habe. Und als ich dann nochmal sagte, ich habe es nicht verstanden, dann hat er mich zur Sau gemacht, wo ich mir auch gedacht habe, so, ey, dann erklär es doch einfach nochmal anders. Ein bisschen einfacher vielleicht. Es ist... So Sachen verstehe ich dann auch nicht. Ich finde es immer lustig. Es war nicht wirklich lustig, weil es ja wirklich wichtig war, dass ich es verstanden habe. Und dann sitzt du da so, ja, dann erklär es mir doch einfach nochmal anders. Okay, choose a card. Wir fangen wieder von vorne an und klicken uns dann hier so der Reihe nach durch. Okay, that's the star. Hold on to it and close your eyes.